Schwanger zu werden ist meiner Meinung nach definitiv kein Trend, sondern eine Lebensentscheidung. Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Video hier fällt mir tatsächlich ein wenig schwer. Ich bin immer noch sprachlos, was ja nicht so oft vorkommt. Aber das Feedback zu meinem Video am Sonntag war so enorm, dass ich jetzt tatsächlich eine Woche gebraucht habe, um das alles erstmal so zu verarbeiten, mir alles durchzulesen, und ich bin lang noch nicht fertig. Ich habe auch noch nicht alles beantwortet. Also das Feedback zu unserer Neuigkeit, zu unserem Geheimnis war enorm. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dafür möchte ich mich jetzt natürlich an erster Stelle bei euch allen bedanken, von ganzem Herzen. Ihr merkt schon, ich bin immer noch so ein bisschen also neben mir. Und ich war jetzt auch krank, schon wieder, und deswegen kommt dieses Video ein wenig später. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass ich jetzt endlich diesen Spiegel wegtun kann, den ich ja in den letzten Videos vor mir hatte, um eben unser Geheimnis ja, zu verstecken. Man muss ja nichts verstecken, es ist ja eine wunderschöne Nachricht, aber wir haben das eben so für uns entschieden. Und auch in den Vlogs habe ich die Kamera immer so platziert, dass man es eben nicht sieht. Und man sieht schon einiges. Und auch auf Insta-Story war es tatsächlich jetzt zuletzt ein bisschen schwierig, aber ich habe es immer so hinbekommen vom Winkel, dass man es eben nicht sieht. Und warum das so war oder so ist und eure Fragen, ein paar Fragen habe ich mir jetzt mal rausgepickt, die werde ich jetzt in diesem Video beantworten. Wenn euch das interessiert, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mit dabei bleibt. Dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß mit diesem Video. Falls es ein bisschen durcheinander ist, dann sorry. Wie gesagt, ich bin noch etwas verwirrt. Also, jetzt kommt erstmal der Spiegel weg. So, endlich. Jetzt seht ihr die Kugel und wir starten durch ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Viele von euch waren total überrascht und haben überhaupt nicht damit gerechnet. Das liegt wahrscheinlich wohl mit daran, dass ich nicht darüber gesprochen habe. Ich habe das Ganze nicht kommuniziert, ich habe es nicht mit euch geteilt, aber auch nicht hier im Freundes- und Bekanntenkreis, auch nicht mit der Familie. Es hat einen besonderen Grund, aber jeder, der mir schon länger folgt, der hat mein Q&A zum Beispiel vom Dezember gesehen. Da kam ja ganz oft die Frage, ob wir uns noch ein Kind wünschen, und das habe ich nicht verneint. Ich habe immer gegrinst, und in einem Q&A, das ist schon länger her, da hatte ich gesagt, dass ich das Ganze eigentlich abgeschlossen hatte, aber das nicht so laut sagen darf, damit es mein Mann nicht hört. Der wünscht sich nämlich noch Nachwuchs. Und warum wir das Ganze nicht kommuniziert haben, warum wir darüber nicht gesprochen haben, liegt daran, dass ich einfach nicht wollte, dass ich ständig gefragt werde, wie weit es denn jetzt ist und ob es geklappt hat und so weiter. Das macht natürlich jeder anders. Es gibt Frauen, die das gleich von Anfang an auch erzählen, wenn sie schwanger werden. Andere warten 12 Wochen ab. Und ich habe mich eben für diesen Weg entschieden, gemeinsam mit meinem Mann, weil das für uns was sehr, sehr Privates ist, sehr Intimes, was nur uns beide erstmal was angeht. Und wir waren uns eben einig, dass wir es dann erst erzählen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und ich glaube, damit ist die Frage auch beantwortet, ob das Ganze geplant war. Ja, es war geplant. Viele möchten auch wissen, wie weit ich schon bin, beziehungsweise welches Geschlecht es wird. Auf die zweite Frage kann ich sagen, dass es sehr schüchtern ist, das Baby, dass es sich nicht zeigt. Und auf die erste Frage, wie weit ich bin, es sieht nach mehr aus. Ja, es sieht tatsächlich schon sehr weit aus. Aber das liegt wahrscheinlich mit daran, dass ich sehr zierlich bin und eben schon Kinder zur Welt gebracht habe. Und da geht es ja immer etwas schneller. Ich konnte tatsächlich in der 6. Woche meine Jeanshosen nicht mehr anziehen und musste das Ganze eben die ganze Zeit verstecken. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, wie konntest du das machen, so lange Zeit? Naja, es ist Sommer, ich habe immer Kleidchen angehabt, die sehr weit sind. Auch meine Jungs haben es tatsächlich nicht gemerkt. Und ich bin dann immer, wenn ich gelaufen bin, so gelaufen, beziehungsweise habe das Kleidchen immer so ein bisschen nach vorne gezogen, sodass man den Bauch eben nicht sieht. Und das hat auch keiner gemerkt. Erst vor 2 Wochen haben wir es tatsächlich hier im Ort ja, erzählt, aber auch nur deshalb erst vor 2 Wochen, weil es mir sehr, sehr wichtig war und an erster Stelle gestanden ist, dass meine Jungs das erfahren, bevor es
alle anderen erfahren. Also es wäre für mich ganz schlimm gewesen, wenn Fremde zu meinen Jungs gehen und sagen, hey, ich habe gehört, deine Mutter ist schwanger. Das wäre für mich, also das wäre gar nicht gegangen. Und deshalb habe ich es die ganze Zeit eben für mich behalten, beziehungsweise mein Mann hat es auch für sich behalten. Ich habe es schön kaschiert und wir haben es dann in der 14. Woche meinen Jungs gesagt. Das war sehr, sehr aufregend. Ich war sehr aufgeregt tatsächlich. Und dann nach und nach habe ich mich dann eben auch jetzt so dann angezogen hier bei uns in der Stadt, sodass die anderen es eben dann auch sehen konnten. Und wenn ich darauf angesprochen wurde, habe ich natürlich gesagt, ja, wir bekommen noch ein Baby. Ja, und zu der Frage, wie weit ich denn bin, habe ich jetzt gar nicht geantwortet. Sorry, ich habe ja gewusst, dass das Video so ein bisschen unstrukturiert wird. Sorry dafür. Jedenfalls haben wir schon fast Halbzeit tatsächlich. Ja, ich bin jetzt in der 17. Woche. Unglaublich. Ganz am Anfang ist die Zeit überhaupt nicht vergangen. Ich habe sehr, sehr viele und große Ängste gehabt. Und ja, gerade so in der 6. Woche, 7. Woche, die Tage vergingen nicht und es war alles sehr anstrengend. Mir ging es sehr, sehr schlecht, also so richtig schlecht. Und das Ganze dann eben zu verheimlichen war Katastrophe, könnt ihr euch vorstellen. Aber ich habe meinen Körper so ganz gut im Griff, wenn man das sagen kann. Das verstehen jetzt vielleicht viele nicht, aber wenn ich dann rausgegangen bin, ich lache dann trotzdem und versuche das Ganze natürlich mir nicht anmerken zu lassen. Ich habe ja auch Videos für euch gedreht, ihr habt es ja auch nicht gemerkt. Es geht dann schon, ne? Man hat dann natürlich so Phasen, wo es einem dann besser geht, aber auch Phasen, wo es einem wirklich schlecht geht. Aber auch das habe ich jetzt überlebt. Alles gut. Und ich habe auch verschiedene Untersuchungen schon machen lassen, falls euch das interessiert. Mache ich dazu auch sehr, sehr gerne ein Video. Ich habe tatsächlich auch viel recherchiert und gegoogelt auf YouTube. Da kam irgendwie nichts, da konnte mir keiner weiterhelfen. Ich hatte dazu nämlich auch sehr, sehr viele Fragen. Aber gut, man hat ja die Frauenärztin oder einen Frauenarzt, der einem da zur Seite steht. Aber ich hätte mich gerne noch so ein bisschen informiert. Aber wenn ihr möchtet, mache ich euch dazu gerne noch ein Video, eben zu meinen Untersuchungen. Ansonsten kam ganz, ganz oft die Frage, wie alt ich denn bin. Das scheint sehr, sehr viele zu interessieren. Ich bin jetzt mit 38 schwanger geworden und ich habe diese Frage tatsächlich erst immer ein bisschen negativ gewertet. Ich bin ehrlich, weil ich mir gedacht habe, ja gut, jetzt wollen sie mich alle angreifen, weil ich ja schon 38 jetzt war, halt als ich schwanger geworden bin. Aber ganz, ganz viele unglaubliche Nachrichten haben mich erreicht, auch privat über meinen Mail-Account, dass es viele Frauen da draußen gibt, die eben auch gerne jetzt noch ein Baby möchten, obwohl sie auch schon größere Kinder haben, teilweise 14-Jährige, 7-Jährige hat mir eine geschrieben, bei der anderen ist der Sohn auch 18 und dass ich ihr Mut gemacht habe, weil sie eben auch noch nicht die 40 überschritten haben, wobei ich sagen muss, dass man auch mit über 40 noch Kinder bekommen kann. Unsere Nachbarin, die hat mit 42 ein wunderschönes Baby bekommen. Die hatten auch schon zwei Kinder, eine ganz, ganz tolle Familie. Und sie hat mir zum Beispiel, ja, indirekt Mut gemacht, ja. Wir haben die gesehen im Kinderwagen, da hat sie gerade ihr Baby bekommen und ich war eben auch noch so ein bisschen unsicher. Und dann hat mich mein Mann schon angegrinst, ne? Sagt er, schau, bei ihr, ne? Es geht doch, gell? Weil für mich war die Grenze immer bei 40. Also für mich war einfach die Grenze bei 40 und deshalb haben wir uns jetzt eben nochmal dazu entschieden, weil länger wollte ich dann einfach nicht warten. Also dieses Negative, wie ich die Kommentare dann gesehen habe, also diese Zahl, warum ich danach gefragt werde, hat sich eigentlich ganz schnell gewandelt. Ich meine, es ist kein Geheimnis. Warum soll ich mich dafür schämen? Wie gesagt, ich habe dann gesehen, dass mich auch viele Frauen eben deshalb danach fragen, weil bei ihnen auch der Wunsch eben da ist. Ja, und es kursieren auch so irgendwie die Gerüchte, dass ja eine Schwangerschaft jetzt Trend ist und so weiter. Und dazu möchte ich euch mein ehrliches Feedback geben, meine persönliche Meinung. Ich finde, das Wort Trend hat in Bezug auf Schwangerschaft so gar nichts mit zu tun. Also die beiden Wörter, die haben gar nichts miteinander zu tun, meiner Meinung nach. Denn eine Schwangerschaft, also man entscheidet sich für ein Kind, das ist eine Lebensentscheidung, ja. Man braucht Mut und ganz viel Liebe. Und alles andere kommt von alleine. Und als mein Mann mich dann wieder gefragt hat, habe ich
ja, eine ruhige Minute gesucht und habe mich gefragt, schaffe ich das, schafft das mein Körper, wie ist es, was sagen die Jungs dazu? Ich habe ganz, ganz viel an meine Jungs gedacht. Es war für mich an erster Stelle gestanden und es hat nicht lang gedauert. Es waren ein paar Sekunden und da habe ich gewusst, ja Heidi, du schaffst es, wenn Gott will. So sagt man auf Italienisch, se Dio vuole. Und dann stand es für mich fest, ganz egal, wie viele Kinder man schon hat und wie alt man ist. Das sind Lebensentscheidungen und für mich ist es ganz egal, welche Lebensentscheidungen andere treffen. Ja, welchen Weg sie gehen, wann, wieso, warum sie welche Entscheidung treffen, geht mich nichts an, überhaupt nichts. Es hat mich noch nie interessiert. Ich schaue nur auf unser Leben, auf mein Leben, was passt für uns und dann entscheiden wir gemeinsam. Und so war das jetzt eben auch und ich finde es natürlich sehr schade. Es kamen natürlich auch negative Stimmen, ganz klar. Das bleibt nicht aus, aber jeder darf seine Meinung haben. Das ist richtig, solange man nicht beleidigend wird, was natürlich auch vorkam. Aber jeder kann seine Meinung haben. Nur sollte man den Respekt an der anderen Person nicht verlieren, denn ich werde dieses Kind bekommen, gemeinsam mit meinem Mann und meiner Familie. Und wir haben es uns so gewünscht und wir sind super glücklich damit. Dann hatte ich noch ganz oft gelesen, wie schön es ist zu sehen, dass ein Ehepaar so viele Jahre schon zusammen ist und sich noch so sehr liebt und sich für ein weiteres Kind entscheidet. Vielen Dank auch dafür. Wir sind eben tatsächlich schon sehr viele Jahre zusammen, mein Mann und ich, verheiratet auch sehr viele Jahre und für mich ist es eben normal so, auch im Freundes- und Bekanntenkreis sind Ehepaare schon ganz, ganz lang zusammen und haben sich tatsächlich auch noch für ein weiteres Kind entschieden. Aber ihr habt mir insoweit ein Stück nochmal die Augen geöffnet, dass ja, es eben was ganz, ganz Besonderes ist. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ja, meine Lieben. Ich hätte noch einiges natürlich, was ich euch auch erzählen möchte. Ich muss jetzt allerdings wieder auf die Arbeit. Hier geht es natürlich ganz normal mit dem Rhythmus weiter. Ihr kennt mich, wir haben einfach viel zu tun. Und wie mein Mann reagiert hat, beziehungsweise meine Jungs, kann ich euch sehr, sehr gerne in einem anderen Video erzählen. Es ist allerdings so emotional, dass ich mich da auch wieder erstmal ein bisschen sammeln muss, beziehungsweise dass es wahrscheinlich ein paar Sätze länger dauert, bis ich euch das alles erzählt habe. Wunderschön war es auf jeden Fall und das kann ich euch sehr gerne natürlich in einem anderen Video erzählen. Jetzt verabschiede ich mich erstmal von euch mit meiner Kugel hier und wünsche euch wirklich nur das Beste. Bedanke mich nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass das Internet, man sagt ja immer, das ist alles so anonym, ist es auch, aber ganz viele möchten mich auf diesem Weg begleiten und freuen sich eben. Es ist schön zu sehen, dass auch noch andere Menschen am Glück der anderen Freude haben. Also das ist was ganz, ganz Besonderes. Das Glück ist in unserem Herzen. Entweder man hat's oder ja, man hat's halt nicht. Und viele, viele, viele Menschen da draußen haben das und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ja. Das wollte ich noch ganz kurz hinzufügen. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich sie euch gerne beantworten, solange sie natürlich in meinen Rahmen passen. Ihr wisst, ich filter da ganz, ganz viel raus. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr privates und sehr sensibles Thema natürlich. Und ich freue mich auch über euer Feedback und wünsche euch, wie gesagt, jetzt einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!